Cześć, witam Was w Bigoscout. Herzlich willkommen in Bigoscout, eine neue Folge. Genau. Herzlich willkommen und auf Deutsch, hallo, guten Tag und ja, viel Spaß jetzt beim Zuhören. Wir haben Frühlingsanfang. Genau, der Winter ist vorbei. Mhm. Lass uns kurz draußen gucken. Nee, lass mal sein, da ist Paradescht. Genau, es regnet. Regnet. Und windig heißt? Wird Schnee. Schreibt mal auf. Keine Ahnung, wie man das schreibt. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie. Du kannst mal das machen. Ja, dann sag mir mal, wie das geht. Wie? Also, ja, was muss ich schreiben? Wie? Ja, das lasse ich dir. Also windig mit IG, nicht mit SCH. Wir sprechen das nach dem I als SCH natürlich im Deutschen aus. Und das heißt auf Polnisch wie? Wietrznie. Also W? Ja. Wietrznie. Also IE. Ja. Okay. Pluspunkt. Wow. Und dann? RZ? Nein. TRZ. Ja. Boah. Du wirst immer besser. TRZ, Wietsch und dann N? Nie. Was? So wie hier. Das Wort nein. Ach so. Also, aber wenn jetzt da ein Nein drin ist, heißt das nicht windig, sondern es heißt da genau das Gegenteil. Das ist eine gute Frage. Welcher Pole hat sich das ausgedacht? So habe ich das nie betrachtet, dieses Wort. Siehst du, ich denke das jetzt als Deutscher, aber wenn du mir sagst, da steht Nier drin. Ja, als ein Baustein. Ne? Baustein, ja. Im Wort selber ist das irrelevant. Aber wenn ich jetzt hier, ihr könnt das mal sehen, ne? Wietschne, muss ich dann auch sagen. Aber wenn ich das Nier wegnehme, würde das doch eher windiger heißen als... Ah, okay, vergessen wir das. Was ist denn mit Mehrzahl? Nee, gibt es ja nicht. Ne? Mehrzahl für Wind. Aber windiger kann es werden. Es ist windig, ist jetzt nur normales windig sein. Ne? Aber so orkanartig windiger ist. Es gibt ja auch jemand, der sehr windig ist, ne? Als Person. Gibt es da auch noch was? Windig als. Ja, der ist durch den Wind, sagen wir doch. Gibt es das auch bei euch im Polnischen? Ich bin durch den Wind. So wie, ich habe was vergessen oder heute bin ich nicht gut drauf oder so. Da sagen wir ja auch schon mal, wo bist du durch den Wind oder was? Je nach Kontext. Also durch den Wind heißt, ich bin durcheinander, ne? Ja, oder ja. Ich bin nicht gut drauf oder... Okay, aber den Spruch sagt ihr nicht mit Wietschner. Nee. Ich bin Wietschner, würde dann natürlich passen, ja. Weil dann Nier drin ist. Wieso heißt das im Deutschen, ich bin durch den Wind? Das würde mich interessieren. Ja, woher das kommt, weiß ich nicht. Das haben bestimmt die Plattdeutsch, also hier die Ostfriesen aus sich ausgedacht, finde ich. Ich kann den Professor Miodek fragen. Ja, das ist der, da gibt es eine Sendung speziell über polnische Sprache, Herkunft und so weiter. Und die geht 20, 30 Minuten, da sind dann auch Studenten und die stellen Fragen. Zuschauer können auch Fragen stellen. Professor Miodek, ein Urgestein der polnischen Sprache. Genau, aus der Breslauer Universität und der erklärt wirklich, ja, eigentlich fast alles. Er hat aber auch mal zugegeben, dass er zu bestimmten Sachen selber recherchieren muss. Also, er ist auch nur ein Mensch und da kann man auch etymologisch, also woher das eine Wort oder das andere Wort herkommt, kann man ihn fragen. Also es gibt auch mittlerweile Schüler aus dem Ausland, die sind auch regelmäßig online. Die machen das online. Also es ist ja unmöglich, in der Sendung dabei zu sein. Ja, natürlich. Es ist auch schon sehr interessant und spannend. Und die Fragen sind immer also toll, finde ich. Und derjenige oder diejenige... Welches Programm? Oder kann man es auf YouTube gucken? Kann man auch. Also ich habe das nie ausprobiert, aber ich denke schon. Ich forsche mal nach, ich stelle euch das in die Shownotes rein. Genau, und am Ende kann man schon was gewinnen, je nach Frage. Also welche Frage dem Professor am besten gefallen hat oder beeindruckt hat, da kann man schon was gewinnen. Also das ist schon toll. Ja, also windig haben wir jetzt besprochen, Professor Miodek ist besprochen. Miodek heißt auch was, ne? Ja, kleiner Honig.
Ach ja, Mute ist Honig. Komm, schreibe ich mal auf. Mute mit so einem Strich am ja. O, ne? Das ist Honig. Oh, jetzt habe ich das umgekehrt gemacht, ist aber nicht schlimm, ne? Und Mi-O-Deck ist kleiner Honig. Das ist eine Verniedlichung. Ja, da kommen wir ja auch noch mal zu, weil Vornamen werden ja verniedlicht, ne? Ja. Mhm. So, damit ihr eine Vorstellung habt, M-I-O-D und das Mute wird dann mit V-U ausgesprochen, ne? Genau. Also, hier habe ich jetzt, wie gesagt, umgekehrt gemacht, also hier Mute und Miodeck, da sagt man aber O. Miodeck. Miodeck, da ist nicht mehr der Strich über dem O. Nein. Wer hat sich denn das mit dem Strich ausgedacht? Weißt du auch nicht, ne? Irgendwer aus dem Mittelalter wahrscheinlich. Muss man Professor Miodeck fragen. Genau, den kleinen Honig muss man fragen. Der wird es wissen oder nachforschen. Ich glaube, diese Frage wurde noch nie gestellt, übrigens. Ach, guck mal. Ich habe jahrelang diese Sendung geguckt. Natürlich, dann habe ich eine Pause eingelegt, als ich hier... Da hat bestimmt dann einer zwischendurch gefragt. Ich wüsste auch nicht, wie man eine Frage, die schon, ob man recherchieren kann, welche Fragen gestellt wurden und welche nicht. Aber neuerdings habe ich festgestellt, eine Frage hat sich wiederholt. Ach. Also war schon länger her, aber die kannte ich schon. War nur eine Wiederholung nach Corona. Zum Beispiel. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Irgendwann wiederholt man sich ja so oder so. Neuverfilmung gibt es ja auch. Wir haben jetzt, apropos, wir haben gestern den Film Dune geguckt. Dune heißt ja Wüste und im Deutschen heißt der Roman von Frank Herbert, heißt der ja der Wüstenplanet. Wie heißt der denn im Polnischen? Also Wüste ist Pustinia. Pustinia, Wüste? Ja. Also wird er wahrscheinlich auch nur so heißen, ne? P. So wie du hörst. S, T. Und dann? I. Nein. Y. Genau. Ah, ein Y. Pustinia. Entspricht Wüste. Aber ich glaube, der Roman heißt nicht Pustinia, ne? Pustinia, oder? Ich musste recherchieren, wie das Buch übersetzt wurde. Oder es wurde gar nicht übersetzt. Es kann natürlich auch sein, dass der Titel. Doch, der ist übersetzt im Polnischen. Ja, ja, aber der Titel an sich. Science-Fiction-Autoren sind gern gesehen. In Polen wird viel geguckt in der Richtung oder gelesen. Genau, ja. Aber es geht jetzt um den Titel. Ne? Genau. Aber interessant ist, dass da Pusten vorkommt. Heißt denn Pust irgendwas? Genau. Keine Ahnung. Nein, das ist ein Wort, was für sich steht. Also es gibt keine... Man kann den nicht teilen. Okay, also ich habe ja jetzt gedacht, das kommt aus dem Deutschen. Weil wenn man pustet in der Wüste, aha, dann fliegt ja auch der Sand so ein wenig durch die Gegend. Ne? Interessant. Ja, also wenn man über Sprache und Wörter nachdenkt, könnte man sich mit viel Fantasie ja auch vorstellen, woher diese Wörter entstammen. Und es gibt ja auch einige tausend im Polnischen, die deutschen Ursprungs sind. Ja, auf jeden Fall. Dach, ne? Schieberdach auch. Schieberdach? Also genau. Schieben, wie ja. Im Auto, ja, das ja. Schieberdach? Ja. Ach, wird auch so geschrieben? Nee. Mit Y. S-C-Z-Y. Ah, okay, Schieber, aber Schieberdach. Okay, also dann, ne? Weil du Dach... Aber D-A-C-H am Ende. D-A-C-H, wie im Deutschen? Ja. Okay, cool. Faszinierend. Wir haben... Wir gehen mal auf deutsche Wörter ein anderes Mal ein. Wir haben ja gerade Frühling gehabt und Frühling heißt Wiosna, hast du gesagt. Wird das sogar gesagt? Wiosna? Wiosna. Wiosna. Ah, okay. Da ist ja kein Haken, kein Strich und so weiter. Es gibt nichts. Also ein scharfes S, Wiosna. Genau, ganz einfach, oder? Ganz einfach, ja. Ich vergesse das sowieso gleich wieder. Frühling, Wiosna. Hat das eine Bedeutung, dass das so ein kurzes Wort ist, Wiosna? Stammt aus dem Slawischen einfach. Ja. Von früh. Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Ja, du bist ja jetzt nicht was ich weiß, Professorin Miodek. Genau. Aber kleiner Honig ist sie, ne? Was ich weiß durch diese Sendung, ist, dass im Polnischen dieses O in der Mitte einzigartig ist. Das heißt, die Tschechen, die Slowaken und noch andere Nationen im slawischen Raum benutzen E, also Wiesna. Ah, das ist Wiesna. Genau, und da hat der Professor Miodek das erklärt. Also der hat gesagt, warum das O heißt. Ja,
Aber ich merkte mir das nie, weil das so kompliziert. Ich habe aber die Idee, weil wenn Winter ist ja lang genug für viele und gerade im Osten ist der streng und kalt, außer dieses Jahr, dann entspringt im Frühling ein gewisses, oh, der Frühling ist da. Und da ist bestimmt Vios. Ne, oder? Das ist schön. Eine schöne Theorie, oder? okay, wir haben windig, wir haben Honig. Honig ist im Sommer erst aktuell. Ja, genau. Aber zum Sommer kommen wir natürlich, wenn Sommeranfang ist. Und Pustinia haben wir auch, Wüste. Pustinia, ja, ist eigentlich auch zum, wie bin ich überhaupt drauf gekommen? Wir haben den durch Planeten, den Film. Durch den Film, aber weswegen habe ich den genannt eigentlich, weiß ich auch nicht. Der Wüstenplanet. Ja, ja, aber warum bin ich auf den Film gekommen? Weil wir den gesehen haben gestern. Weil wir den gesehen haben, aber das muss doch einen Grund gehabt haben, warum ich da drauf gekommen bin. Ist auch egal. Muss ich den Podcast mir jetzt nochmal von vorne anhören. Du bist durch den Wind. Ich bin durch den Wind, genau. Und wie geht's dir so im Frühling? Was empfindest du? Man könnte jetzt sehr viel... Ich liebe den Winter. Wenn Sommer kommt, ist mir zu warm. Ja, das stimmt. Ja, ich schwitze schnell. Und, aber nein, ich liebe es zu wandern. Und wir haben ja vor, nach Ostern Schwiegerelternbesuch, Eltern meiner Frau, logischerweise. Ne? Was heißt Schwiegereltern eigentlich auf Polnisch? Teściowie. Ach du grüne Nonne, ich will mir aufschreiben. Soll ich dich entlasten? Schwiegereltern... heißt Eltern so geschrieben, nochmal bitte sagen. Teściowie. Teściowie? Hört sich an wie ein Roboter. Tech auch geschrieben so? Ne. Was? Nicht? Es mit Strich. Ach du grüne Nonne. Wie? Wo? Statt CH. Ah, okay, streiche ich mal durch. Also T-E S mit Strich. Mit Strich. Ciovie. C-I-O-W-J-E? Nein. Nicht? I. I. Ah, okay. Ihr habt nicht das J. Die Tschechen haben das dann, ne? Wahrscheinlich. Teściowie. Teściowie. Also spricht man das C nicht als C aus, sondern man nimmt das rein ins Sch. Ja. Tsch mit Tsch. Das ist ein bisschen komisch, ne? Teściowie. Okay, vielleicht merke ich mir das ja mal. Das hört sich an wie eine Lok, die außer Atem ist. Ja? Wow. Ja, eine Dampflok. Okay, Dampflok. Und anschließend haben wir heute beschlossen, wir fahren nach Grünberg. Jetzt hast du das verraten. Ich habe das verraten. Ist auf meinem T-Shirt drauf. Wo ist das? Ganz im Westen. Ganz im Westen. Grünberg ist... muss ich jetzt mal ausziehen? Nee, nee. Grünberg haben wir letztens in einer Sendung gesehen, im Mitteldeutschen Rundfunk oder war das im Brandenburger? Entweder oder. Also, und da war die Moderatorin unterwegs in der Woiwodschaft von Grünberg. Wie heißt die? Das heißt als Region Lebuser Land. Lebuser Land, genau. Unterwegs im Lebuser Land. Früher mal deutsch gewesen, vor dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt auch eine Menge Schlösser, die dann enteignet wurden, die polnisches Staatsgebiet natürlich verstaatlicht wurden. Und viele sind auch verfallen durch Kriegsschäden, dadurch, dass russische Soldaten alles verfallen ließen, mitgenommen haben. Ne? Also museale Strukturen sind da zusammengebrochen, die man hätte aufbauen hätte können. Also viele Sachen sind zerstört und verschwunden. Und die Burgen und Schlösser könnte man wieder schön aufbauen, aber es ist natürlich eine Menge Geld. Und es gibt welche, die machen aus Schlössern, wenn sie die wieder aufgebaut haben, Hotels. Ja. Ja. Schöne, moderne Hotels und man kann da pennen. Genau, also die Gegend ist bekannt, jetzt kommt's, für den Weinanbau und zwar schon seit dem 13. Jahrhundert in Polen. Das genau. Ist die einzige, das einzige Gebiet, wo Wein angebaut wird. Mm-mm. Schlesien auch. Aber da ist der Ursprung vom polnischen Wein, also den heutigen polnischen Wein. Ja. Ne, also man hat wohl zu kommunistischen Zeiten auch dort Wein angebaut, aber nicht so wie heute. Also es ist erst nach der Wende wieder neu aufgebaut worden, so ja. Wie wir das herausgehört haben aus der Sendung. Die packe ich in die Shownotes mal rein, da könnt ihr euch das anschauen. Und wir werden natürlich hier mit Martha und Karol unterwegs sein.
zwar nur 2 Tage, wir fahren also nach dem Schwiegerelternbesuch nach Jelana Gora. Jelana. Jelana. Jelana ist nämlich grün. Und Gora ist Berg. Und Gora ist Berg. Ja, und Gora ist da wieder das O mit dem Haken. Strich. Ja, Strich, nicht Haken. Haken ist ja eher unten. Also Jelana, ich schreibe es auf. Grünberg heißt es ja so gesehen nicht mehr. Und dort leben ja auch eigentlich keine Deutschen mehr. Ne? Nein, aber es gibt bestimmt viele, wie sagt man, vieles, was sich zurückführen lässt auf die Geschichte. Ne? Es gab ja früher Deutsche und Polen, die da gelebt haben. Richtig. Lange Jahrhunderte entsprechend friedlich. Ja, und es gibt in der Nähe einen Kleinod, das haben wir auch gesehen, in diesen ursprünglichen Hütten. Hütten kann man sagen. Freilichttheater, sag ich schon. Museum. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Freilichtmuseum hat bei euch einen besonderen Namen. Skansen. Skansen. Ja. Genau. Hat nichts mit Pansen zu tun für einen Hund. Ne? Warum heißt das so? Kommt das aus dem Schwedischen? Müsste ich den Professor Mjörnert fragen. Ach, immer ja, der Herr Professor. Oder ich google das. Was habe ich jetzt gesagt? Wie heißt das auf Deutsch? Freilichtmuseum. Freilichtmuseum. Ist mir jetzt, ich bin durch den Wind, ne? Ich schreibe es auch auf, damit man es in die Kamera halten kann. Und Skansen, wie man spricht. Aber klein geschrieben. Ah, ja, okay. Ihr habt ja nicht die Großschreibung wie wir. Ich bin es gewohnt als Deutscher. Denkt euch das S nur klein aus. Skansen. Aber man sagt nicht Skansen, ne? Weil bei euch ist ja das SR scharf auszusprechen. Außer beim Skansen. Nee, also man sagt schon Skansen. Skansen? Skansen. Skansen. Skanze hier, Skanze da. Ja, nur mit einem N. Ne? Genau. Ach nee, 2, das ist ja noch am Ende auch noch 1. Also doch 2 N. Ja. Wir haben neuerdings hier ein Erlebnis gehabt in Bezug auf Frühling. Es gab 2 Wespen. Wespen? Ah. Ist mir eingefallen. Ja, eine schöne Idee. Wespe. Ja, und eine hat mich, ich zeige es ja nun mal sehr ungern in die Kamera, aber tatsächlich in diesen Finger gestochen, hier oben rein. Das muss da wehtun. Ja, das war wirklich wie, als wenn eine Nadel und dann mit dem Hammer auf den Finger geklopft hätte. Und das war dunkel, wir haben einen Film geguckt, ich habe da gegessen gemütlich am Tisch und plötzlich hörte ich nur so ein Summen und dann den Stich. Und ja, dann haben wir herausgefunden, so eine dicke Wespe, also wahrscheinlich eine Wespenkönigin, die halt die Wärme gesucht hat in den Räumlichkeiten, weil die tauchen ja eigentlich erst im Sommer auf. Juli, August ist so die Zeit der Wespen. Ne? Ja. Also schon sehr ungewöhnlich für die Jahreszeit. Ja, die sucht ein Nest für ihre Eier oder für die Zukunft, für den Sommer. Genau. Ja, und schwirrte hier auch öfters mal rum, ob das die gleiche war oder eine andere, keine Ahnung. Und Wespe heißt? Ossa. Wie Ossa? Ganz einfaches Wort. O-S-A? Ja, ja. Wie USA, nur mit O? Ja. Ach. So? Ja. Osa? Ossa. Aber klein geschrieben wieder. Mhm. Ach, verflixt. Okay. Ossa. Ja. Ossa. Ossa, gab es noch so ein Lied von, wie hieß der noch? Schlager, Sänger aus Deutschland. Genau. Hossa, Hossa. Rex Gildo. Genau, aber das heißt Hossa, Hossa. Gibt es das eigentlich im Polnischen? Hossa? Nee. Nee? Wurde wahrscheinlich auch nicht auf Polnisch übersetzt, dieses Lied, ne? Wenn. Müsste ich. Hätten sie nicht über Wespen, hätte derjenige nicht über Wespen gesungen. Das stimmt nicht. Obwohl, wenn das in diesem Finger geht, ne, dann macht man auch ganz schnell Hossa, Hossa. ja gut, Frühling, da könnte man ja eigentlich jetzt, soll ich das vorlesen? Ich soll nämlich was vorlesen. Ja, versuch mal. Ja, dann zeig mir mal, ich muss es versuchen, polnische Sprüche zusammenzukriegen. Das ist ein Gedicht. Damit ich bei den Teściowie gut ankomme.
Das ist ein Gedicht und in diesem Gedicht gibt es einige Tiere, deswegen Frühling. Genau. Und es ist einfach manchmal unlogisch, ne? Also es ist eine Zusammensetzung von Wörtern, die ganz. Aber die reimen sich ja. Das ist ja nicht unlogisch. Das muss sich ja schon irgendwie reimen. Die reimen sich, genau. Reimt sich denn irgendwas auf Schwiegereltern? Warte mal, habe ich da nicht irgendwo. Ja, genau. Bercinje, Teschowje. Windige. Genau, windige Schwiegereltern. Okay, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Gib mal her. Also, jetzt hört ihr von einem Deutschen, der versucht, polnisch polnisches Gedicht, diesen Reim zusammenzukriegen. Und es wird nicht einfach sein. Aber wenn ihr das wirklich perfekt könnt, dann kriegt ihr wahrscheinlich ohne Ende Essen ausgegeben und 3 Liter Wodka obendrauf. Ich verschwinde für eine Minute. Warum das? Und du versuchst das jetzt zu lesen. Nee, 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 du bleibst hier. Nein, es gibt einen Grund. Okay. Mach. Jędrzej Polski jest piękny. Jeszcze pers, czy jesz? Czy pers jesz? Chcąc, że też. Chcąc, że miąść? Miąść? Nee, miąść. Zre, nee, zre, ne, muss man sagen, oder? Zre. Ah, das ist dieser. Also, ich zeige euch das mal. Da ist das Z mit Strich und RE. Also, zre. Miąść, zre, schrąść. Zre, miąść, schrąść. Zre, też, wąść. Wąść, zre, wąść. Revanche, nee. Revanche. Ich ga Revanche. Halleluja. Habe ich das gut hingekriegt oder muss ich erst einen Wodka saufen, damit ich das besser hinkriege? Du warst gut. Ich war gut. Ich Echt? hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ach, du hast gedacht, ich würde hier stolpern. Soll ich das nochmal schneller machen? Heißt das denn übersetzt? Kannst du das übersetzen? Es geht um einen Igel, der Unkraut isst, und das Unkraut wird von einem Igel gegessen. Das ist das Gleiche, nur es geht darum, dass die Worte einfach verschoben werden. Der Sinn ist immer der gleiche. Und der Käfer ist das auch. Ne? Schorsch ist der Käfer. Ja, Und Igel genau. ist wer? Igel ist Jesch. Pers. Ach, Jersch? Jesch. Jesch. Jesch? Wo ist das? Wo steht das? Jesch. Ach, Jesch. Igel, Pers. Pers heißt? Pesch, Unkraut. Ah, Pers ist Unkraut. Perz. Pesch. Pesch, aber. Ach so, ja, RZ. Ich denke ja Deutsch dann halt, ne? Okay, Jesch, Schre. Nicht Schre. Okay. Jesch, Schre, Persch. Pesch. Pesch. Jeschre, Persch. Jetzt bist du ein Jetzt bin bisschen ich raus. Jetzt bin ich raus. durch den Wind. Genau. Okay. Deshalb, das war gar nicht so schlecht am Entschuldigung. ersten Mal und ohne Vorbereitung. Und darum geht es. Also wenn man sich Okay. nicht vorbereitet, schafft man das besser, als wenn du ständig darum kämpfst, dieses eine Wort und dann zweite und das dritte und es geht immer weiter und es wird nicht zu Ende gehen und und. Also ich habe nicht drüber nachgedacht und ich habe auch keine Schweißperlen auf dem Gesicht bekommen, weil ich einfach denke, du machst das so, was du mir mal gehört hast. Soll ich es nochmal? Bitte? Okay. Jeszcze persz. Jeszcze jesz. Schre persz. Jesz. Schrąż. Że. Też. Schrąż. Że. Miąż. Miąż. Że. Schrąż. Że. Miąż. Schrąż. Że. Też. Wąż. Wąż. Że. Wiąż. Że. Wąż. Wiąż. Wiąż, że, wąż i szka, wiąż. War gut? So, du bist jetzt belohnt. Ja, ich kriege jetzt ein Wodka, wenn ich das nächste nämlich noch hinkriege. Ist es. Das ist normal. Ich stehe ja da nicht drauf, aber manchmal muss man bei so einem Gedicht doch tatsächlich mal annehmen. Du hattest vorhin eine Tiramisu-Torte, also das Ja, kann das ich. stimmt, das ist gut für den Magen. Du hast recht. So.
So, jetzt haben wir hier noch ein zweites. Genau, aber kurz dazu, warum dieses Gedicht konzipiert wurde. Das ist ja dieser Klassiker. Ne? Das ist der Klassiker mit dem Käfer, ne? Ja. Den Schorsch, den wir vorhin schon mal hatten, aber hier im anderen Kontext. Der 21. Februar ist der internationale Tag der polnischen Sprache. Das wusste ich. Ach, das wusstest du gar nicht? Und deshalb ist es aufgetaucht. Ah, okay. Und das habe ich festgehalten und dir geschickt. Gibt es denn eigentlich einen Tag der deutschen Sprache? Am 31.10. gibt es einen Hieronymus-Tag. Das ist für alle Übersetzer wichtig. Also Hieronymus war auch ein Übersetzer. Mhm. Also habe ich das in Erinnerung. Das ist ein ganz internationaler Tag des Übersetzers. Ja? Ja, okay. Aber ich wüsste nicht, dass es einen Tag der deutschen Sprache gibt. Muss ich auch nachforschen, weiß ich jetzt leider nicht. Also, wir wollen ja heute die 30 Minuten nicht knacken, ne? Ja. Also lege ich mal los. Zahl 21 hätte ich gern gewusst. 21. in dem Kontext. Ach, das muss ich im Kontext dann auch. Weil das ist ein Datum. Ja, dann muss das mir nochmal langsamer sagen. 20. 20. 1. 1. Lutego. Lutego. Meine Güte, könnt ihr den Zahlen nicht einfach mitteilen? Das dritte war schon der Monat, ne? Oh, ach so. Lutego. Das wird wahnsinnig. Und dann haben wir ja hier Menschen Rodowe Jan Jenzeka Polskiego. Das ist dann die Bezeichnung für den polnischen Sprachtag. Richtig. Okay. Achtung. Schrons brzmi. Rutschitschinje. Rutschitschbutschinje. Da fängt es schon an. Du hast das schon tausendmal gemacht. Ja, aber ich habe einen Wodka. Hallo? Ich fange nochmal von vorne an. Chance plus mi. Rutschitschinje. Rutschitschbutschinje. Ich kann es nicht hinkriegen. Also ich brauche noch einen zweiten Wodka. Okay. Rutschitschinje. Heißt das so? Nein? Mach weiter. Chance brzmi. Wyczycinie. Wyczycinie. Ja. Wyczycinie. Nee. Wyczycinkach. Chonscha. Jąż. Szcza. Czy piwa? Nee, nicht piwa. Piwa ist ja Bier. Szcza Szczypiw Pawka? Ich kannte mal einen. Der hieß so Pawka. Aber mit F. Szczypawga. Szka Wyczycinie. Chcząszcza Szydutłem. Oje. Szczutłem. Przechciw Mąż. Ich leide mit dir. Szczęszcza Szczytła. Du hast es fast geschafft, komm! Aczmir wpuszczę tuż przy przyczynie straszne wczynie szum. Jetzt brauche ich aber wirklich eine. Du hast es geschafft. Übersetz das mal jetzt, damit die Deutschen auch verstehen, was ich da gerade geschafft. Ich fühle mich ja dann manchmal wie so eine... Ja, Kokolores. Ist ein polnisches also, Dingenskirchen hier. Wie heißt das? Gedicht. Ja, Gedicht. Ein Käfer brummt im Schilf. Lauter. In die Kamera. Ein Käfer brummt im Schilf in Szczebrzeszyn. Das ist eine Stadt. Richtig. Das war die Stadt. In den, wie sagt man? Ja, jetzt muss ich hier überlegen. Ach. Was hat ein Käfer? Hat keine Zähne. Flügel. Nein. Ach, das ist ja der Hirschkäfer, ne? Der hat ein Geweih. Ja? Ja, ein Geweih. Hirschkäfer ist es. Im Geweih des Käfers, Miąż ist nämlich das Fruchtfleisch. Okay. Und dieses Fruchtfleisch macht ein Geräusch, wie Trzeszcze heißt ganz laute, ganz lautes Geräusch. Aber wie kann ein Fruchtfleisch ein lautes Geräusch machen? Es sei denn, ich gehe mit der Fliegenklatsche drauf.
Dann gibt es Fruchtfleisch. So. Ja gut, das ist das jetzt ist, 1 zu 1 übersetzt geht das eigentlich gar nicht, ne? Ich bin mal gespannt. Es hat bestimmt schon jemand... Aber Straschne, was heißt das? Entschuldige, wenn ich die unterbreche. Straschne heißt schrecklich. Genau. Aber in dem Zusammenhang noch nicht, ne? Oder ist es Fruchtfleisch dann schrecklich? Nee, das ist ja hier Straschne, Straschne schon. Das heißt, es wird, das ist ja die letzte Zeile, der, das Geräusch wird immer schlimmer. Es wird lauter. Ja. Im Schilf. Weil es kommt hier ein Schmierl, dann müsste was ich... Ist das? Das ist ein Insekt, den ich jetzt nicht im Kopf habe. Libelle? Nein. Schmerl? Und der kommt auch jetzt ins Spiel. Mhm. Manchmal... Oh, ja, so. Moment. Tut mir leid. Alles gut. Hummel. Ach, genau. Die Hummel ist das. Ja, ist mir entfallen. Okay. Genau, der ist auch jetzt auf jeden Fall da, ne? Und es gibt zwei Städte. Mhm. Hast du das erkannt? In Stettin? Ach, das Tschetschenien, ja. ist Stettin, okay. In Stettin und in Pschinja. Tschetschenja. Aber in der Klinik. Das ist eine schöne Stadt in Schlesien. Okay, also die Hummel fliegt von Stettin nach. Oder fährt die mit der polnischen Bahn PKP im Was, weil kein Platz mehr ist. Wie wir das gemacht haben, keine Ahnung. Keine Ahnung, also es ist manchmal... Spannend. Ohne Kontext. Ohne Kontext, also. Ihr kriegt das Gedicht in die Shownotes natürlich auf unserem Blog, bioscord.de. Da könnt ihr den nachlesen und üben. Und wir würden uns freuen, wenn ihr vielleicht mal Sprachnachrichten schickt, wie ihr das hinbekommen habt. Was haltet ihr davon? Wie findest du das? Sehr gut. Und der Gewinner... Also da, der wirklich gut ist, der kriegt ein Souvenir von Grünberg. Schlage ich mal vor. Schicken wir euch zu. Also demjenigen oder diejenige, die es dann schafft, diesen Spruch wirklich gut hinzukriegen. Mhm. Aber nicht nur der eine Zeile, ne? Wir wollen aber unterscheiden. Deutsche müssen das hinkriegen. Keine Polen oder Schlesierinnen oder Schlesier. Nein, nein, die Deutschen, die zuhören, müssen diesen Spruch, ich sag mal, sozusagen, so wie ich, ungefähr hinkriegen. Das Wort ungefähr ist viel... Ja, das wählen wir dann aus. Genau. Das wird dann das Gewinnspiel sein für ein Souvenir aus Jelena... Das ist der Wodka. Jelena... Nee, Jelena Gura. Ja. Genau. So, das war's, ne? Ja. Haben wir doch reichlich zusammengekriegt heute. Genau, mit reichlich Hummeln und Bienen und was weiß ich noch, Wespen. Genau. Und wir freuen uns auf den Frühling, der ab morgen da ist. Views nach. Morgen? Morgen ist schönes Wetter. Ja, morgen soll nicht mehr so Wirtschnier sein. Oh, wie schön. Also windig. Ja. Und auch kein Panadesch. Wir haben etwas vergessen, was auf dem Was haben wir vergessen? Sonne. Swanze? Ja. Habe ich behalten. Ah, deshalb. Swanze kommt morgen. Hat ein Kleid an, ein gelbes. Mm. Okay. Und gelb ist? Jute. Jute, ne? Also Swanze und Jute passt ja gar nicht zusammen. Ja, von der Farbe. Von der Farbe, ja, aber hätte auch gelber Stern sein können dann für in polnischer Sprache die Sonne. Swanze. Ja, Swanze ist irgendwie, heißt Sonne, okay. Wir sagen ja auch nicht gelber Planet oder sowas. Eigener Begriff. Ja. Wir wollen jetzt nicht noch mehr philosophieren über die polnische und deutsche Sprache. Ja, ich hoffe, oder wir hoffen vielmehr, dass ihr Spaß hattet heute bei unserer, ja, fast knapp 35 Minuten. Also wir wollen das auch nicht länger machen. Wir sagen, do widzenia. Na, das, ja. Und usch, nee, wie heißt das nochmal? Usch, wie sagt man nochmal, auf Wiederhören. Do usłyszenia, also die jetzt den Podcast hören und nicht das Video gucken. Ihr könnt ja beides, ne? Podcast hören unterwegs und auf YouTube und sehen und bioscord.de einschalten. Wird nach und nach gefüllt. Und wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal nochmal hier und beim übernächsten Mal sogar vielleicht aus Jelena Gura. Ich würde mich freuen. Ja. Denkt dran, ne? Ich will hören, wie ihr das hinkriegt. Oh je, es tut mir leid. Ich... Nö, nix da. Ihr müsst genauso leiden.
Wie ich. Oh Mann. Ich sag mal, von hier aus Tschüssikowski, ne? Aus dem Ruhrgebiet.